Diese Folge Handwerk erleben wird unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk in München. Auch im nächsten Jahr wieder, vom 12. bis 14. März. Im Handwerk sind zehntausende Ausbildungsstellen unbesetzt. Etwa jeder vierte Auszubildende bricht die Ausbildung ab oder wechselt den Betrieb. Das wollen meine heutigen Gesprächspartner ändern und haben eine digitale Lernplattform entwickelt. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Ich bin Max Hermannsdörfer und meine Gäste sind heute Tobias Schröder und Michael Keller, zwei von drei Gründer und Geschäftsführer von MentiHub. Herzlich willkommen, Tobias. Herzlich willkommen, Michael. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe schon gesagt, zwei von drei. Es gibt noch einen dritten im Bunde, den Christoph Loye. Der ist heute leider nicht dabei, aber ihr führt das Unternehmen zu dritt. Ja, genau. Wir führen es zu dritt. Es sind drei Geschäftsführer. Sehr gut. Ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt. Heute geht es schwerpunktmäßig ums Thema Ausbildung im Handwerk. Und bevor wir jetzt detailliert über MentiHub und über die Lernplattform sprechen, würde ich gerne euch beide einmal kurz kennenlernen und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Deshalb, Tobias, magst du dich einmal selbst ganz kurz vorstellen? Ja, klar, gerne. Ja, mein Name ist Tobias Schröder. Geboren 1987 in Bad Saarow am schönen Scharmützelsee und hier geboren, aufgewachsen und lebend nach wie vor. Es ist eine sehr schöne Region. Und zu meinem Werdegang nach der Schule bin ich relativ schnell und ereignisreich ins Handwerk gekommen, schon parallel zur Schule. Es sah so aus, dass ich wirklich in der Ferienzeit schon viel mit der Arbeit in einem Estrichlegerbetrieb verbracht habe, ab der 8. Klasse tatsächlich und fast jede freie Minute da gearbeitet habe, um, wie sagt man so schön, sich was dazu zu verdienen. Das war schon sehr lehrreich tatsächlich, wenn man es über so einen langen Zeitraum macht. Und das war tatsächlich auch der Betrieb, wo ich meine Lehre als Estrichleger dann gemacht habe. Die Lehre als Estrichleger ist in Deutschland sehr, sehr schmal, sehr klein tatsächlich. Es gibt ja nur zwei Ausbildungsschulen in ganz Deutschland. Das heißt, ich musste von östlichen Brandenburg immer nach Thüringen runter. Die andere Schule wäre in Schweinfurt. Und so wurde es aufgeteilt. Ne? Man hat jetzt nicht den Lehrbauhof um die Ecke. Und ja, aber dadurch hat man sich im Bereich des Estrichs immer relativ rar gefühlt. Immer so ein bisschen, es war immer so ein kleines Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Die gab es nicht zuhauf. Das war eine sehr, sehr rare Ausbildungsberuf. Genau. Und nichtsdestotrotz habe ich in der Lehre festgestellt, dass es mir insgesamt nicht reicht, dieser klassische Handwerksberuf. Und also es hat mir extrem viel Spaß gemacht, aber im Angestelltenverhältnis im Betrieb war jetzt nicht tatsächlich so mein Ding irgendwie, wie man so schön sagt. Deshalb habe ich mich tatsächlich direkt danach in die Selbstständigkeit begeben und habe mir da noch ganz viele Erfahrungen im Bereich des Trockenbaus angeeignet. Und das ist dann tatsächlich auch meine Hauptspur gewesen in den letzten 15 Jahren. Bereich Trockenbau und Fliesen kam noch dazu. Und ständig war bei mir der Drang, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Man wollte immer eine Extrameile gehen, man wollte immer einen Schritt voraus sein. Das heißt, eine 40-Stunden-Woche ist bei mir auch ein Teilzeitberuf am Ende des Tages. Das muss man ganz klar so sagen. Und so kam es dann ganz einfach, dass man immer versucht hat, sich weiterzuentwickeln. Quasi von null angefangen, aus einer Lehre heraus, als selbstständig in Betrieb aufgebaut, der über die Jahre dann 8 Festangestellte und diverse Subunternehmer quasi beschäftigt hat. Dann haben wir diesen zweiten Bereich der Fliese noch aufgebaut. Und da sind wir auch relativ schnell uns neu strukturiert im Bereich, wo es die Großformatfliesen gab vor 7, 8 Jahren, wo das so ein Hype wurde und immer noch ein Hype ist. Das heißt, wir haben diese Struktur noch mit aufgebaut. Und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, man kann das relativ gut darstellen, automatisieren, digital verwalten, strukturieren auch. Und das muss ja irgendwie weitergehen. Man kann sich immer weiter aufbauen. So, und dann bin ich eine kurze Zeit lang ein bisschen wie in eine Unternehmensberatung gegangen und habe andere Handwerksbetriebe stellenweise beraten auf kleine Fragen, war aber relativ schnell gesehen nicht so mein Ding. Und am Ende war bei allen Handwerksbetrieben eigentlich immer dasselbe Thema. Wir haben im Moment Aufträge ohne Ende das ganze Jahr für die nächsten Jahre, aber wir wissen nicht, wie wir sie abarbeiten sollen. Und
In diesem Bereich von vor 2 bis 3 Jahren ist diese Idee gewachsen, was kann man besser machen, um bessere, mehr Fachkräfte einfach in den Betrieben zu haben und besseren eigenen Nachwuchs heranzuziehen. Und an dieser Idee haben wir gefeilt. Diese Idee habe ich dann an meine beiden Mitbegründer herangetragen. Ja, und das ist der relativ einfache Werdegang, warum wir jetzt hier sind, wie wir hier sind, um einfach herauszufinden, wie bringen wir den Ausbildungsberuf in Deutschland wieder besser raus oder wie machen wir das und wie bringen wir das den Betrieben nahe, dass es da wirklich kein Thema gibt. Ja, wir gehen auf die Geschichte von MentiHub und die genauen Hintergründe gehen wir gleich näher ein. Wenn ich nochmal zu deinem gelernten Handwerk zurückgehe, was hat dich daran begeistert? Warum hast du genau dieses Handwerk erlernt? Was hat dir besonders Spaß gemacht? Da waren so viele Faktoren. Tatsächlich, ursprünglich natürlich in der Ferienarbeit ging es darum, um Geld zu verdienen. Aber dann hat man natürlich gelernt, sich weiterzuentwickeln, sich relativ schnell persönlich auch weiterzuentwickeln, eine persönliche Reife relativ schnell dadurch zu entwickeln. Und da sind ganz andere Sachen gekommen. Zum Beispiel wie dieser Kontakt mit den Kunden. Das Funkeln in den Augen der Kunden, wenn du was dargestellt hast. Und gerade beim Estrich ist es so, die ganze Baustelle ist Schrott. Der Estrich kommt rein und es ist einmal alles picobello sauber. Ja. Und beim Trockenbau und bei der Fliese hast du tatsächlich, das sind die Sachen, die am Ende des Tages noch sichtbar sind. Das heißt, du hast noch mehr Kundenaugen begeistert, die sich einfach über dieses Endergebnis freuen. Und das war jedes Mal aufs Neue diese tatsächlich noch vorhandene Dankbarkeit in dem Segment, wo man wirklich sagt, vielen Dank, das haben Sie wirklich schön gemacht. Uns hat es Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und das war wirklich sowas, so eine ganz tolle Erfahrung, jedes Mal aufs Neue wieder. Immer wieder dieses Erlebnis, das alleine zu schaffen und dann mit den Kunden eine Idee zu entwerfen, ihnen zu beraten, das dann umzusetzen und dann sich darüber selber zu freuen, wie sich der Kunde freut. Und das war wirklich immer das, was mich immer weiter vorangetrieben hat. Genau, also es ist wirklich, ich weiß, hört sich so ein bisschen abgedroschen an irgendwo, aber nichtsdestotrotz, es ist genau das, was den Handwerker am Ende des Tages ausmacht. Die Zusammenarbeit mit dem Kunden an seinem Endprojekt und dann die Freude zu sehen. Mhm. Genau. Ja, vielen Dank. Genau so. Und ich höre das immer wieder in Gesprächen mit Handwerkerinnen und Handwerkern aus verschiedensten Gewerken. Und Michael, ich weiß, auch du hast ein Gewerk gelernt, bei dem du Kunden glücklich gemacht hast. Stell dich doch selbst gern einmal vor, Michael. Ja, mein Name ist Michael Keller, ich bin 38, ich komme aus Bruchsal beim schönen Karlsruhe, also da habe ich mal gewohnt, ich wohne seit vielen Jahren mittlerweile in Sachsen und damals, als ich 18 gewesen bin, habe ich eine Ausbildung gemacht als Kfz-Mechatroniker, das war damals so die erste Garde, die Kfz-Mechatronik gelernt hat, nicht Mechanik. Mhm. Ja, war ich ziemlich stolz, Kfz-Mechatronik, guten Betrieb gehabt, dachte ich und dann habe ich mal gesehen, wie es gar nicht laufen soll. Da habe ich so 4 Monate ausgehalten und dann habe ich gesagt, okay, ich breche jetzt die Ausbildung einfach ab, weil du machst Kfz-Mechatronik, willst ja auch irgendwas lernen, aber am Ende hast du jeden Tag nur Autos gewaschen, wirklich. Autos gewaschen, abgeledert, getrocknet und das kann es dann irgendwie auch nicht sein. Da habe ich gekündigt und ich habe damals eine Fernbeziehung geführt mit einer Freundin aus Sachsen und habe mir alle Sachen gepackt, bin rübergezogen, habe quasi alles hinter mir gelassen und habe eine Bäckerlehre gestartet. Und ich habe so ein bisschen Hang zum Bäcker schon gehabt, weil mein ehemaliger Handballtrainer hat eine eigene Bäckerei gehabt und ich fand es immer faszinierend. Mhm. Ja, dieser Geruch, das Backen an sich, habe ich immer so ein bisschen Hang dazu gehabt. Und die Bäckerausbildung war genau das, was ich gebraucht habe. Es hat Spaß gemacht, Teamarbeit, ja, harte Arbeit auch, muss ich sagen, was herzustellen, wie Tobias was gesagt hat vorhin, du stellst was her und am Ende siehst du auch, was du gemacht hast. Ja, das ist für mich einfach so mit das Größte. Ja, ich habe da meinen Gesellenbrief dann gemacht. 2 Jahre später habe ich dann eine Meisterausbildung gemacht, noch ein paar kleinere Sachen, Ernährungsberater, ADB und solche Geschichten. Und habe dann auch andere Betriebe kennengelernt und auch dort gesehen, wie es nicht laufen soll. Okay. Ja, Personal, was kündigt, keine Mitarbeiterführung, Lehrlinge, die bei uns im Bäckerhandwerk gerne mal nur Pflaumenkuchen belegen, Bleche schmieren, im Aufwasch rumhängen. Das habe ich sehr, sehr oft gesehen, viel zu oft. Und ich habe gedacht, das kann es eigentlich nicht sein. Und dann war ich auch im Prüfungsausschuss aktiv. Da habe ich dann auch vor Ort gesehen, wie viele Prüflinge Probleme haben, auch krass in der Praxis, in der Theorie etc.
Und dann kam 2014 der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, du hast doch damals zur Ausbildungs- und zur Meisterzeit immer zu jedem Thema eine eigene Zusammenfassung geschrieben. Alles mit eigenen Worten wiedergegeben. Und da habe ich überlegt, okay, du könntest doch eigentlich für das Handwerk, für das Bäckerhandwerk einfach mal Prüfungsvorbereitungskurse erstellen für die Theorie und für die Praxis. Das habe ich dann gemacht. Das ganze Prüfungswissen runterdestilliert auf das Wesentliche, teilweise auch für die Legastheniker alles ausgelegt, Flechtkurse, Prüfungsbackkurse, das volle Programm. Mhm. Und dann kam ich so in den Bezug zur Digitalisierung, ja, habe dann so Webseiten aufgebaut, E-Mail-Marketing, Google-Suchmaschinenoptimierung, erstes ja, digitales Produkt erstellt für die Prüflinge. Und ein paar Jahre später habe ich es dann auch für die Handwerksbetriebe gemacht, damit die was ihren Lehrlingen zur Verfügung stellen können. Mhm. Und da habe ich halt auch festgestellt, dass die Betriebe wirklich zufrieden und glücklich sind, wenn die überhaupt irgendwas haben, so ein bisschen was an Unterstützung, was die Ausbildung angeht. Und die Lehrlinge nehmen es auch sehr, sehr gerne entgegen, weil die Wertschätzung, ja, oder mal gewisse Struktur oder Prozesse in der Ausbildung, das ist ganz, ganz selten. Ja. Ja, also da habe ich auf jeden Fall klar den Bedarf erkannt. Am Ende ist dann alles zu MentiHub dann, hat sich dahingehend entwickelt. Und wir haben ja auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Bedarf auf dem Markt und den versuchen wir halt zu decken. Michael, danke dir für deinen Hintergrund und ja, für die Erzählungen, was du auch bisher schon im Handwerk erlebt hast. Und jetzt wollen wir aber den dritten von euch nicht ganz auslassen, auch wenn er heute nicht dabei sein kann. Denn auch der Christoph Leue hat ebenfalls einen handwerklichen Background. Tobi, magst du ein bisschen was zum Christoph erzählen? Ja, gerne. Ist ja leider heute nicht hier. Hätte es natürlich auch sehr gerne mitgemacht. Ja, der Christoph ist ein sehr lieber Kerl natürlich. Deswegen ist der bei uns mit bei. Und er ist ursprünglich gelernter Elektrotechniker, Mechatroniker, sowas da. Ne? Hat dann seinen beruflichen Werdegang weitergestrebt im Bereich, dass er den Elektromeister gemacht hat und parallel auch dazu den Ausbilderschein errungen hat. Aber auch ihm war es irgendwie nicht genug. Er wollte irgendwie sich immer weiterentwickeln, sodass er dann ein Studium zum Maschinenbauingenieur gemacht hat. Und aus diesem Studium heraus und mit dem Ausbilderschein ist er bei einem größeren Konzern und ist da quasi im Projektmanagement tätig und verantwortlich für die Ausbildung. Mhm. Das bedeutet, er bekommt jedes Jahr um die 40 bis 50 neue Auszubildende tatsächlich, die er alle unter seinen Fittichen hat. Und das seit mittlerweile mehr als 10 Jahren in dieser Schlagzahl, in dieser Masse. Bildet seit 15 Jahren mittlerweile aus, sitzt auch seit 15 Jahren im Prüfungsausschuss für den Elektro- und Mechatronikerbereich in Berlin. Und das ist jetzt so weit getrieben, dass er sagt, okay, er hat die Erfahrung jedes Jahr aufs Neue wieder mit 40, 50 verschiedenen Persönlichkeiten und hat die Erfahrung einfach, dass es möglich ist, auch anfangs unbegeisterte Jugendliche, junge Menschen abzuholen und die in die richtige Spur zu bringen. Er hat sich da die verschiedenen Erfahrungswerte auch angesammelt, so wie der Michael, die beiden tatsächlich mehr als ich in dem Bereich. Und er hat gesagt, es gibt diese Möglichkeiten. Man kann die jungen Leute abholen, nach wie vor. Man kann sie in den Berufsalltag von der ersten Stunde integrieren und dann fühlen die sich auch wohl und dann leisten die auch ihre Arbeit. Ja. Und da hat er wahrscheinlich mit Abstand am meisten Erfahrungen von Leuten, die ich auch irgendwo kenne, spricht er für sich jedes Jahr 40 bis 50 neue Lehrlinge. Die holt er alle ab, die versucht er alle persönlich immer wieder zu betreuen, immer mitzunehmen. Und das ist natürlich eine riesen Kennzahl, die er da einfach mitbringt. Mhm. Ein riesen Erfahrungswert. Prüfungsausschuss 15 Jahre. Also er ist da quasi Meister im Bereich der Ausbildung, muss man ganz klar sagen. Ja, ist ja aber schon cool. Ihr ergänzt euch alle drei perfekt, würde ich sagen. Ihr kommt aus verschiedensten Branchen des Handwerks, hattet in unterschiedlicher Art und Weise schon selbst auch Erfahrungen mit schlechter Ausbildung oder mit dem Thema, warum wollen nicht mehr Leute in die Ausbildung? Ein paar Worst-Case-Beispiele auch. Und ich habe ja ganz zu Beginn so ein paar Zahlen genannt. Es sind aktuell, beziehungsweise 2023 zum Ausbildungsbeginn, waren 20.000 Lehrstellen im Handwerk unbesetzt. Jeder Vierte bricht die Ausbildung ab oder wechselt den Betrieb. Was machen diese Zahlen mit euch und warum liegt euch das Thema Ausbildung persönlich am Herzen? Michael, magst du da mal einsteigen?
Ja, das zeigt auf jeden Fall halt auch so die Realität. Ich habe ja auch noch einen anderen Instagram-Kanal, wo es halt um die Bäckerprüfungsvorbereitung geht. Da mache ich auch regelmäßig Umfragen. Also ich mache halt sehr, sehr viel mit denen. Ich bin sehr, sehr viel im Austausch. Und es zeigt halt auch, dass viele einfach nur eine Ausbildung gemacht haben, weil sie sonst gar nichts bekommen hätten. Also die Ausbildung ist halt so eine Notlösung. Und beim Kongress Zukunft Handwerk, da war ja im anderen Gebäude auch noch eine Messe, wo dann die jungen Auszubildenden gewesen sind. Da haben wir ja auch so viele Umfragen gemacht, haben so gefragt. Und da waren halt auch viele gewesen, die gesagt haben, ja, ich nehme es jetzt halt einfach mal so, weil ich jetzt nichts anderes gefunden habe, aber es ist nicht das Erste, was sie wählen würden. Ja, also die Ausbildung an sich ist nicht attraktiv. Wir holen ja die Ausbildung aus der staubigen Ecke, weil mit Ausbildung verbindet man halt einfach so, ja, wenig Gehalt, keine Karrierechancen, ja, nicht so angesehen bist du dann auch, als wenn du studiert hättest. Und das ist halt voll krass in den Köpfen der jungen Leute drin. Ich war letztens in meiner alten Bäckerfachschule, also im Berufsschulzentrum, mit einem ehemaligen Fachlehrer geredet, der auch mich ausgebildet hat und auch mit den Lehrern, mit den Schülern so geredet. Das ist schon interessant, wie das fest verankert ist. Und da müsste auch, sage ich mal, das Handwerk an sich mal so eine richtige Werbekampagne fahren, dass hier die Ausbildung, ja, die betriebliche Ausbildung, dass es echt viel Wert hat, ja, oder das Handwerk an sich, weil alles, was wir hier haben, ist alles Handwerksarbeit, ne? Das Headset, das Handy, der Tisch hier vor mir, ist alles Handwerk und das muss mehr geschätzt werden und vor allem entsprechend auch bezahlt werden. Tobi, hast du dazu auch noch weitere Gedanken, wenn man diese Zahlen hört und ja auch dann live diese Aussagen hört von Auszubildenden oder eben auch von Leuten, die gar nicht erst ins Handwerk wollen, dass es da immer noch Vorurteile gibt? Wie blickst du auf das Thema Ausbildung im Handwerk? Ja, ich blicke tatsächlich selber sehr positiv auf diesen Ausblick, weil ich glaube, wir stehen so ein bisschen am Wandel der Zeit und diesen Wandel versuchen wir auch mitzunehmen, weil das, was wir jetzt haben, ist aus meiner Sicht wirklich ein hausgemachtes Problem von vor 15, 20, 25 Jahren. Dass man einfach sagen muss, es kommt von ganzzeitig im Sinne von lern etwas Vernünftiges, geh studieren, da fängt es das erste Mal an. So, dann geht es weiter über das Schulsystem. Ihr müsst gute Noten schreiben, dass ihr was eine vernünftige Zukunftsperspektive habt. So, da geht es weiter. Und ich glaube, das ist wirklich, wie gesagt, so ein hausgemachtes Problem, was aber gar nicht so sein muss. Das ist ja, wo wir angreifen wollen, dass wir sagen wollen, die Ausbildung ist attraktiv, die kann attraktiv sein, auch wenn es nicht mein Wunsch ist, aber das ist das, was wir den jungen Leuten zeigen wollen. Wenn ihr fleißig seid, wie in jedem anderen Beruf, wo du fleißig sein musst, dann kannst du damit auch Karriere machen. Wir wollen mit unseren Werdegängen Vorbilder sein in den Bereichen und das den jungen Leuten vermitteln. Und wie gesagt, ich glaube, das ist einfach eine Einstellung im Kopf, die einfach 15, 20 Jahre da waren. Und es gibt so viele große Persönlichkeiten, die mittlerweile sagen, macht eine Ausbildung, ihr kommt mit einer Ausbildung weiter, ihr erlernt auch da in 3 Jahren eine Expertise und braucht keine 7, 8 Jahre, sondern ihr habt innerhalb von 3 Jahren eine Expertise, wo ihr super schnell drauf aufbauen könnt und weitermachen könnt und auch damit die Karrierechancen extrem steigen. Und das tragen wir voll und ganz mit. Das ist auch ein Hauptthema, wo Menti Hub tatsächlich einschlägt, über die persönliche Reife, über die persönliche Ausbildung, die erstmal im Kopf beginnt und dann den jungen Leuten beibringt, sei fleißig, mach das gerne, was du machst, und dann wird es ganz schnell für dich auch ganz schnell vorangehen. Und da höre ich jetzt schon raus, man kann auf der einen Seite jammern, kann sich beklagen, dass Leute nicht ins Handwerk wollen oder dass vielleicht auch das sind ja auch Vorurteile, dass die junge Generation nichts mehr arbeiten möchte, oder man kann aktiv was dagegen tun und kann sich dafür einsetzen, dass die Ausbildung wieder ein besseres Image bekommt. Und das macht ihr beide, ihr drei, mit Menti Hub. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir mal ein bisschen genauer auf Menti Hub gucken, weil ich bin mir fast sicher, dass Menti Hub noch nicht jedem im Handwerk ein Begriff ist. Deshalb, Michael oder Tobias, das dürft ihr euch jetzt aussuchen. Was ist Menti Hub? Genau, in ein paar Sätzen mal erklärt, dass man sich es ungefähr vorstellen kann. Also ManyHub ist eine Lernplattform, welche die Motivation und die Leistung der Azubis steigert, um somit bessere Fachkräfte auszubilden. Ja, und damit geht einher halt auch das Recruiting. Da können wir später noch im Detail drüber reden. Die Bindung von ja, Fachkräften, ja, dass die Fachkräfte sich einfach auch an den Betrieb binden, sich mit dem identifizieren können und dementsprechend denken wir da einfach den Bedarf ab. Ja. Wir wollten einfach nur mit Menti Hub die
die größte Plattform stellen, die wirklich für den kleinen Betrieb auch da ist, was größere Konzerne vielleicht sogar implementiert haben, und wo die ganz viel Geld haben und Kapazitäten haben, um das umzusetzen, vom Recruiting über das, über das, über das, was alles über die Sichtbarkeit, über das Social Media Kanäle, was ein Dreimann, Viermann, Fünfmann Betrieb gar nicht darstellen kann, das wollten wir in einem kompletten darstellen, so dass, was es wirklich heißt, der Fliesenlegermeister mit seinen drei Angestellten und dem Lehrling kann mit unserer Hilfe völlig unkompliziert genauso in die Sichtbarkeit kommen, genauso ins Recruiting kommen, genauso Social Media, Instagram, Facebook-Kanäle, TikTok-Kanäle bespielen. Und dann hat er noch eine ganz einfache digitale Verwaltungsakte, die die absolut perfekte Schnittstelle zwischen Auszubildenden und Ausbilder stellt. Und dann sind da sehr viele coole Sachen implementiert, wo wir einfach dem Auszubildenden noch extrem helfen, seine digitale Verwaltungsakte, seine digitale Ausbildungsakte ganz einfach, dass diese ganze Zettelage verschwindet, zu verwalten. Das war so der Anspruch, die größte Plattform in dem Bereich zu stellen und die ganz einfach darzustellen für alle Betriebe. Das ist auch der Fliesenlegermeister mit 58 Jahren. Wenn er möchte und daran interessiert ist, weiterhin auszubilden oder seinen Betrieb zu stärken oder auch vielleicht einfach ein extrem guter Arbeitgeberattraktivität zu erreichen. Und dafür haben wir genau das gemacht. Okay, dann gehen wir doch mal ein bisschen konkreter rein. MentiHub richtet sich also an Auszubildende in verschiedenen Gewerken. Es ist keine gewerkspezifische Plattform, sondern es ist gewerkeübergreifend, richtig? Ja, jeder Ausbildungsbetrieb kann quasi MentiHub nutzen, egal ob es Bäcker ist, Fleischer, Friseur, Kfz, jede Branche. Ja, wird aber vom Unternehmen, also vom Handwerksbetrieb quasi angeschafft. Der Handwerksbetrieb bezahlt diese Plattform, die dann die Auszubildenden nutzen können. Genau. Das hatten Okay. wir auch bei Zukunft Handwerk gesagt, weil wir natürlich nicht wollen, weil das ist ja so ein Abschreckungsthema, wenn wir jetzt noch sagen, okay, dem Lehrling jetzt nochmal Geld überhelfen, das funktioniert überhaupt gar nicht. Das funktioniert ja gar nicht. Und der Ausbildungsbetrieb profitiert ja hundertprozentig. Also dieses Investment, was da getätigt wird, auf der einen Seite mit dem, was er von uns bekommt und die persönliche schnellere Entwicklung zum Azubi hin, ist immens. Aber da gehen wir doch genau darauf kurz ein, was die Vorteile sind für Handwerksbetriebe und warum sich ein Handwerksbetrieb mit 5 bis 10 Mitarbeitenden, mit ein, zwei Azubis, MentiHub holen sollte. Warum soll man diesen Invest machen? Was bringt es mir als Unternehmer im Endeffekt wirklich? Könnt ihr dazu was sagen? Okay, das ist natürlich eine riesige Palette, muss man ja sagen. Wir fangen ja einfach mal da an, wo es erstmal losgeht. Wir fangen erstmal an, dass diese Betriebe gar nicht die Möglichkeit haben, wirklich in die Sichtbarkeit zu kommen. Das ist ja erstmal, die müssen ja erstmal für den potenziellen Auszubildenden sichtbar sein. Wir haben ja wirklich den Fall, dass Azubi X auf der einen Straßenseite wohnt und Ausbildungsbetrieb Z auf der anderen Straßenseite wohnt und die matchen sich gar nicht. Weil der nicht in die Sichtbarkeit kommt, weil die gar nicht mitbekommen, dass die ausbilden, dass die einen Auszubildenden suchen und vielleicht liegt da um die Ecke tatsächlich der Traumausbildungsberuf. Und das ist von so einem kleinen Betrieb das erste Manko natürlich. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir decken viele Bereiche ab. Wir gehen über Ausbildungsmessen und vertreten unsere MentiHub-Partnerbetriebe da natürlich. Wir gehen weiter, dass wir Social Media extrem für MentiHub-Partnerbetriebe. Wir wollen es ja bei den jungen Leuten implementieren im Kopf, dass eine gute Ausbildung mit einem Mentee-Partnerbetrieb möglich ist und implementieren quasi das über Social Media, über viel Reichweite. Wir haben da diverse Botschafter. Ich glaube, für euch ist ein ganz gutes Beispiel der Ben Berger. Den hattet ihr, glaube ich, auch schon mal. So, und der macht zum Beispiel Werbung für Mentee-Hub. So, und alles, was in diesem Schreinerbereich ist und für diese Kunst des Tischlerhandwerks sich interessiert, sagt natürlich, okay, ich möchte eine Ausbildung machen, suche mir jetzt aber einen coolen MentiHub-Partnerbetrieb. Und wenn der eben nur drei Mann hat, dann hat er drei Mann, aber die sind bereit, eine coolere Ausbildung darzustellen, wo ich extrem von profitiere als andere Betriebe. Das heißt, ich mache natürlich lieber da die Ausbildung am Ende des Tages, als bei dem Betrieb, der mir das nicht alles stellen kann. Und so bringen wir unsere Betriebe natürlich erstmal über Influencer, über Social Media in die Sichtbarkeit richtig rein. So, das ist erstmal Punkt 1.
Wir bringen die erstmal ganz einfach in die Sichtbarkeit. Danach geht es weiter. Die haben ja eine eigene Range. Helfen wir den Betrieben selber in die Sichtbarkeit zu kommen. Das heißt, wir stellen die richtig coole Sachen, die wir selbst entworfen haben, zur Verfügung. Zum Beispiel einen Werbefilm, der extra dafür gemacht ist, einen animierten Werbefilm, um junge Leute zu catchen, die sich davon angetan fühlen, die das auf den Punkt bringen, was ein Mentiha-Partnerbetrieb denen zusätzlich bietet zu einer Tischlerausbildung, wo die sich schon was vorstellen können drunter. Was es dazu alles gibt, wenn es ein Mentiha-Partnerbetrieb ist. So, das kommt zusätzlich dazu. Und dann leiten wir die ganz quasi ganz super an, wie die ganz einfach ohne Geld sich selbst mit so einem Film und sich selbst in die Sichtbarkeit in ihrem regionalen Bereich natürlich bringen können. Auch ganz wichtig. Und das ist bei uns einfach alles quasi mit drin. So, muss man so sagen. So, und dann haben wir quasi grob, ganz grob abgesteckt, wie kommen wir in die Sichtbarkeit und wie erhöhen die ihre Arbeitgeberattraktivität in ihrem kleinen regionalen Spektrum, ich sag mal von 10, 20 Kilometer, ohne zu investieren. So, da helfen wir erstmal, da setzen wir erstmal an. Michael, möchtest du noch irgendwas anschließen? Ja, der Tobias hat das schon alles sehr, sehr gut erklärt. Du hast ja vorhin das Thema so kurz angerissen. Manche beschweren sich ja darüber, ja, die jungen Leute, die wollen eigentlich mehr so richtig. Aber ich meine, es gibt viele, die beschweren sich, ja, die wollen eigentlich mehr arbeiten und ruhen sich allerdings darauf aus. Anstatt einfach mal sich anzupassen an den Markt, worum es da geht, ja, wer nicht mehr Zeit geht irgendwann. Und da ist halt ManagerHub dazu in der Lage, den Betrieb halt wirklich attraktiv zu machen. Es geht bei ganz banalen Sachen los. Viele fangen ihre Ausbildung an und dann ist es so eine Kraut- und Rüben-Ausbildung. Ja, drei Lehrlinge fangen an, jeder lernt irgendwie, alle lernen Bäcker zum Beispiel, aber trotzdem lernen irgendwie alle was anderes. Es ist keine Struktur, keine Prozesse. Ja, und mit ManagerHub kannst du halt einfach eine Struktur bereitstellen, dass jeder einen Onboarding-Prozess hat. Ja, jeder hat einen Onboarding-Prozess. Und da haben wir auch extra Module für unsere Lehrlinge, beziehungsweise die Betriebe bekommen ja die Plattform zur Verfügung gestellt. Und da haben die Lehrlinge die Möglichkeit, dann Module anzuschauen, beziehungsweise müssen das auch machen, um dann die Coins zu sammeln für das Gamification- und Belohnungssystem. Und da arbeiten wir auch mit Top-Experten zusammen. Und es war uns ganz wichtig, auch mit Top-Experten zusammenzuarbeiten, die in gewisser Weise auch einen Bekanntheitsgrad haben, damit man die auch ernst nehmen kann. Weil wenn da irgendwie so ein Dulli hier hinterher gelaufen kommt, den nehmen die jungen Leute kaum ernst. Deswegen haben wir da wirklich Top-Experten, die dann auch die Leute dann begleiten, die Lehrlinge im Beruf, im Bereich Ausbildung, so erstes Layer. Das erste Gehalt kommt. Okay, was haben diese ganzen Zahlen zu bedeuten? Knicke. Wie gehe ich mit meinem Team um? Probezeit. Wie schaffe ich die Probezeit? Die erste Zwischenprüfung. Ja. Wie kann ich ein Referat vorbereiten? Solche Sachen, da holen wir die gleich von Anfang an ab, dass die gar nicht so ins Wasser geschmissen werden, die Auszubildende. Was kommt denn jetzt auf mich zu? Hey, ich bin jetzt in der Ausbildung, ein Riesenabenteuer. Wir holen die direkt ab. Ja, da haben wir extra Ausbildungsleiter dafür. Da haben wir auch noch Experten im Bereich Medienkompetenz. Da lernen die auch ganz viel. Welche Auswirkungen haben gewisse Handlungen im Bereich Social Media? Ja. Cyber-Grooming, Cyber-Mobbing, Fake News, das sind alles Sachen, die wir da auch abstecken, weil wir wollen ja die Lehrlinge nicht nur im fachlichen Bereich weiterbringen, sondern auch im persönlichen Reifeprozess, wo wir da begleiten. Und dementsprechend haben wir das auch in so einem Werbefilm sehr gut runtergebrochen, sage ich mal, unseren Mehrwert, den wir bieten. Wir haben ja den Film für die Arbeitgeber und den Werbefilm, den die Arbeitgeber von uns bekommen, damit sie selbst Lehrlinge werben können. Und wenn die Lehrlinge diesen Werbefilm sehen, dann überlegen die halt auch gar nicht lange, ob sie bei dem Betrieb anfangen. Die fangen da an. Was ein Gamification-System? Ich kann da Coins sammeln, ja, eine interne Cloud, ja, wo ich alle meine ganzen Daten ablegen kann, etc., Calls führen kann und Quizze und was da alles halt mit drin ist, weil das holt die Leute ab und das hat kaum ein Betrieb. Klar, es gibt auch andere Tools, die bieten solche Insellösungen an, aber bei uns ist halt alles integriert. Und wenn ein Lehrling diesen Werbefilm sieht, überlegt dann lange, er sagt sofort, ich fange bei dem Betrieb an. Und die lernen halt auch, die Leistung lohnt sich halt auch, weil die bekommen ja auch irgendwas dafür. Das merken wir uns. Also dieses Belohnungssystem und diese Coins, von denen du gerade gesprochen hast, das schreibe mal kurz auf unsere Merkliste, weil das ist ja ein ganz elementarer Bestandteil auch von MentiHub. Ich gehe aber nochmal einen Schritt zurück auf die Inhalte, die bei MentiHub drin sind. Und da hast du jetzt gerade schon gesagt, es geht weit über das reine Fachliche hinaus, sondern ist auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und ja, Zwischenmenschliches, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Trotzdem, wo kommen die Inhalte genau her und sind die Inhalte dann trotzdem auch fachspezifisch auf einzelne Gewerke ausgerichtet? Ja, also wir sind ja alle, sage ich mal, im Handwerk tätig, Prüfungsausschusserfahrung, wir wissen ja, was die jungen Leute so bewegt.
Ja, und es sind halt auch einfach so Sachen, die für uns Erwachsene, sage ich mal, normal sind, für junge Leute aber eher weniger, weil es von den Eltern nicht beibekommen haben oder weil es halt einfach, sage ich mal, da wieder auf der Strecke geblieben sind. Und da holen wir die halt ab. Ja, und die Experten, die wir haben, die haben ja selbst Expertise, teilweise jahrzehntelange Expertise und wissen ganz genau, wie sie die jungen Leute auch ansprechen. Wir haben auch jemand im Bereich Mindset, ne, der ist selbst auch im Sportbereich mehrfacher Weltmeister, der da auch seit vielen Jahren Jugendliche und Kinder betreut, was das Thema Mindset angeht, Motivation, für was mache ich das Ganze überhaupt, für was soll ich mich überhaupt abrackern, ja, und wenn man diese Themen behandelt, ja, und von Beginn an, weil wir haben ja viele Probleme auf dem, ja, Arbeitnehmermarkt, und wenn man die Leute von Tag 1 in der Ausbildung schon richtig abholt und bekleidet und fördert, dann lösen wir auch hinten raus viele Probleme, was allgemein das Thema Wirtschaft betrifft. Und deswegen ist unser dieser persönliche Reifeprozess ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen auch nur Top-Experten und nicht irgendwelche Leute, die sich für irgendwie einen Coach halten. Da legen wir ganz, ganz viel Wert drauf. Also wir haben auf der einen Seite die fachliche Ausbildung, die vom Ausbildungsbetrieb natürlich weiterhin getan werden muss, weil darauf habt ihr ja persönlich wenig Einfluss, wie die reine fachliche Ausbildung abläuft, oder? Ja, das könnte man im Nachhinein alles mit aufbauen. Wir würden aber das dann schon den Betrieben überlassen, dass die wissen ja selbst, also selbst jetzt innerhalb von Fleischereibetrieben, ja, jeder Betrieb hat so sein eigenes Ding. Und jeder Betrieb kann ja unsere Plattform nutzen und eigene Inhalte ergänzen. Bei den Bäckern ganz einfach, ne? Wenn du da einen Gärunterbrecher einstellst, dann macht der oder macht der Ausbilder mal kurz ein Video, wie er den Gärunterbrecher einstellt, kann nämlich wirklich sehr, sehr kompliziert sein, macht ein Video, lädt es hoch und kann es seinen ganzen Lernenden zur Verfügung stellen. Dann schauen wir uns dieses Video an, wissen ganz genau, wie das Ding funktioniert. Und so kann jeder Betrieb seine eigenen Inhalte bereitstellen, damit er irgendwann die perfekte Ausbildung hat. Natürlich kann man es standardisieren, aber wir wollen den Betrieben wirklich die Möglichkeit lassen, das selbst zu machen. Ist aber nicht kompliziert. Der Arbeitgeber oder Ausbilder nimmt einfach das Handy in die Hand, macht ein Video, labert kurz rein, lädt es hoch auf die Plattform und hochgeladen ist es. Überhaupt gar nicht kompliziert, geht alles gleich mit dem Handy. Okay. Und das kann der Betrieb selbst Und bestimmen. jeder, der danach in dem Betrieb quasi die Ausbildung macht, profitiert von Inhalten, die über die vergangenen Monate, irgendwann vergangenen Jahre Und hochgeladen das ist wurden. es. Und so stellt ihr quasi die Plattform zur Verfügung, wo die ganzen Daten gesammelt werden, kombiniert mit eigenen Inhalten, die ihr bzw. eure Experten da reinliefern. So. Genau so sieht es aus, perfekt zusammengefasst. Und so hat der Betrieb dann über kurz oder lang die perfekte Ausbildung, weil selbst Ja, der okay. Onboarding-Prozess kann halt massiv optimiert werden. Und das ist halt eine Entlastung oder auch eine Kostenersparnis, weil wir haben kurz vorhin darüber geredet, ne, dass halt ganz viele ihre Ausbildung vorzeitig abbrechen. Und das kostet im Schnitt 6.800 Euro den Betrieb, wenn ein Lehrling die Ausbildung vorzeitig abbricht. Auch ganz interessant. Und wenn er die Onboarding-Prozesse optimiert, ist einfach eine massive Entlastung. Selbst jetzt im Bäckerhandwerk, du kannst da jetzt ein Modul bereitstellen für die Kuchenabteilung zum Beispiel. Dann schaut sich der Lehrling an, diese ganzen Videos, okay, Weizenstärke, das und das wird so zusammengemischt. Und wenn er das sieht, es macht schon sehr, sehr viel aus. Und wenn der in 2 Wochen dann in der Kuchenabteilung anfängt, dann ist er schon so vorgeframed, dass er da viel schneller eingearbeitet ist. Das macht massiv viel aus. Ja, okay, verstanden. Wenn man jemanden von Anfang an mitnimmt und von Anfang an quasi richtig anspricht, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass dann die Ausbildung generell einfach besser läuft, dass sie besser angenommen wird, dass man mehr Spaß dran hat und das dann auch nach außen im besten Fall ja weiterträgt. Und weil du vorher dieses Belohnungs- und Coinsystem angesprochen hast, auch darunter können sich jetzt viele wahrscheinlich nichts vorstellen. Tobi, magst du da ein paar Worte zu sagen? Wie funktioniert dieses Belohnungssystem? Was steckt da dahinter? Genau. Also ich würde noch mal ganz kurz anschließen an dem, was Michael gesagt hat, übereingehend. Das Belohnungssystem ist dafür ausgezielt, was ein Chef irgendwann nicht mehr kann. Ein Chef ist irgendwann ein Chef und ein angenommener Experte für den Lehrling in einem Bereich. Der Fliesenlegermeister erzählt dem Lehrling sehr gerne und sehr gut, wie er die Fliesen zu legen hat, wie er den Kleber anzurühren hat, wie er Schienen zu schneiden hat und alles, was dazugehört, wie er zu verfugen hat und Silikon zu ziehen hat. Das ist alles gut. Aber irgendwann ist der Chef der Chef. Und der Chef kann aber kein extrinsischer Motivator sein im Bereich zum Beispiel, wie entwickle ich mich weiter? Wie gehe ich mit den Medien richtig um? Wie verhalte ich mich gegenüber meinem Chef?
Das ist irgendwann, die Luft ist dafür irgendwann raus. Und das ist genau das, was Michael gesagt hat, wo wir drauf abzielen. Wir übernehmen diese ganzen Themen, was innerbetrieblich nicht gelöst werden kann. Wie bereite ich mich denn richtig auf eine Prüfung vor? Wie besiege ich denn Prüfungsangst? Wie strukturiere ich mich von Anfang an gegenüber meinen 3 Jahren von Anfang an richtig in der Lehrzeit, um wirklich bestmöglich und einfach durchzukommen. Das waren so die ganzen Themen, wo wir gesagt haben, okay, das fehlt eigentlich und das verbinden wir jetzt in ein Gamification-System. Und das ist der Punkt, wo ich anfangs gesagt habe, wir wollen den Leuten, den jungen Leuten zeigen, dass sich mehr Arbeit wieder mehr lohnt. Und jetzt bringen wir quasi über dieses Gamification-System, alle 2 Wochen gibt es von uns zum richtigen Zeitpunkt der Ausbildung die richtigen Videos. Das heißt, wir fangen an, wir kommen in die Ausbildung rein, wir holen den Lehrling erstmal ab. Hey, warum machst du das? Wofür bist du hier? Dann geht's immer weiter. Probezeit. Dann geht's immer weiter. Wir stehen kurz vor 1,5 Jahren. Prüfungsangst. Zwischendurch eben Medienkompetenzen. So, und dieses Video wird alle 2 Wochen ausgespielt. Die sind in der Regel zwischen 15 und 25 Minuten. Mhm. Und nach dem Anschauen des Videos, um wirklich zu schauen, hat der Lehrling sich das wirklich angeguckt, gibt es ein Quiz quasi. Aha. Das sind gar keine harten internen Fragen, sondern nur, habe ich aufmerksam das Video geguckt, als Beispiel. Mhm. So, habe ich das alles erfüllt, bekomme ich Punkte und diese Punkte kann ich sammeln. Und die gesammelten Punkte, um es mal ganz einfach runterzubrechen, kann der Lehrling bei uns gegen coole Sachen gegen Benefits eintauschen. Um einfach mal so ein paar Sachen zu sagen, es sind solche Geschichten wie Wertgutscheine für Lieblingsprodukte. Das könnten irgendwie Sportstudio-Mitgliedschaften sein. Es geht aber auch so weit, dass wir uns mit Hilfe der IHK oder Erasmus zum Beispiel um Auslandsreisen kümmern für den Lehrling dann. Oder was auch sehr interessant ist und sehr gern angenommen wird, Zuschüsse zum Führerschein einfach. Das sind wirklich so große Summen, wo ein Lehrling natürlich extrem Probleme hat, die sich nebenbei anzusparen. Und da unterstützen wir einfach, dass wir da helfen. Mhm. Und mit den Videos muss man sich das einfach so vorstellen. Max, für dich, wenn du jede Woche ein Update bekommst, wie etwas bei dir im Studio funktioniert, dann bist du irgendwann Meister da drin. So, und so holen wir den Lehrling jede Woche oder alle 2 Wochen ab und reden mit dem quasi oder unsere Experten, wie kann ich mich täglich verbessern. Und dann bleibt das auch wirklich hängen, wodurch wir ganz schnell die persönliche Reife natürlich unterstützen und somit auch, wo man immer sagt, eine 16-Jährige, einen 16-Jährigen auf ein Level ganz schnell bekommen von 18, 19, 20 und der wirklich viel besser mitarbeitet am Ende des Tages. Das ist die Idee dahinter. Okay. Und das ist das, was große Konzerne machen können, aber kleine Betriebe natürlich gar nicht die Möglichkeiten haben, das umzusetzen. Und das war unser Ansinn, kleine Betriebe eigentlich genauso Arbeitgeberattraktivität zu verschaffen wie ein Konzern und auch einfach, dass die wieder mithalten können. Mhm. Weil die haben nicht einfach 300, 400, 500 Euro mehr, um damit zu locken und die dann einzigartig zu betreuen, sondern es muss irgendwie geschmeidig, aber vollwertig dabei passieren. Ja. Und das ist das Ansinnen, was wir hatten. Okay, das heißt, ich schaue mir als Auszubildende ein Video an, zum Beispiel, und kriege dafür Coins. Und diese Coins kann ich für verschiedene Sachen, sobald ich genügend Coins wahrscheinlich habe, für verschiedene Sachen einsetzen. Du hast schon Führerschein zum Beispiel angesprochen oder irgendwelche anderen Wertgutscheine. Für Streamingdienste zum Beispiel habe ich online gesehen, funktioniert sowas auch. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, wann schauen Auszubildende oder wann sollen Auszubildende diese Lernplattform nutzen? Ist das was, was während der Arbeitszeit passiert? Ist das was, was nach der Arbeitszeit passieren soll? Was sind da eure Erfahrungen? Das ist teils, teils. Tatsächlich haben wir auch ursprünglich gesagt, dass es eine, also für uns die perfekte Schnittstelle zwischen Ausbilder und Auszubildender ist. Das heißt, wir haben auch, wenn ein Ausbildungsbetrieb 5 bis 10 Azubis hat und das vielleicht noch in verschiedenen Filialen, haben wir auch einen übergreifenden Chat-Service mit drin, dass alle Auszubildenden auch von Fragen natürlich direkt profitieren können. Okay. Das heißt, das ist auch irgendwie in der Ausbildungszeit, in der Arbeitszeit natürlich irgendwie mit drin. Die Videos sollen natürlich im besten Fall, wenn der Chef oder der Ausbildungsleiter es nicht anders zulässt, nach der Arbeit auch geschaut werden oder wenn es in der Absprache nicht anders ist. Weil es einfach sagt, hier, investiere 25 Minuten nach der Arbeitszeit alle 2 Wochen und
es wird sich für dich lohnen. Erstmal für deine persönliche Reife und dann für die Benefits. Also es ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Andersherum haben wir auch die digitale Verwaltungsakte für auch ein digitales Berichtsheft, was natürlich auch nicht hundertprozentig immer nach Feierabend, im Fall des Berichtsheftes ja, aber das Digitale natürlich auch in der Berufsschule. Es ist ganz einfach, wir haben da so viel Zettelage und der Lehrer sagt, hey, im dritten Monat, das ist für die Zwischenprüfung wichtig. Okay, ich weiß, in einem halben Jahr weiß ich hundertprozentig, finde ich das sowieso nicht mehr. Ja. Da holen wir den Lehrling ganz schnell ab, mache ein Foto, lade es hier hoch und du hast es akkurat alles an einem Ort, dann, wenn du es brauchst. Das ist immer wieder der Fall. Und deswegen ist das so ein zweischneidiges Schwert einfach. Ja. Und das ist in beiden Bereichen. Es soll ja in der Ausbildung genutzt werden und auch stellenweise in der Ausbildungszeit oder der Arbeitszeit auch einfach davon profitiert werden. Eure Geschäftsidee bzw. das Unternehmen ist ja noch relativ jung. Ihr habt im März bei Zukunft Handwerk, und wir hatten Zukunft Handwerk vorher schon einmal kurz als Thema gehabt und die internationale Handwerksmesse, die daneben stattgefunden hatte, da habt ihr bei einem Wettbewerb teilgenommen, der Pitch im Handwerk, und ihr habt da den ersten Platz im Bereich Neugründung gewonnen. Ich würde sagen, wir hören da einmal in einen ganz kurzen Ausschnitt rein und dann sprechen wir darüber noch kurz. Liebe Jury, ihr habt euch entschieden für? Ja, wir haben uns entschieden für MentiHub. MentiHub! Ja, MentiHub hat den ersten Platz im Bereich Neugründung geholt und ich sehe eure Mundwinkel schon so leicht nach oben zeigen. War schon ein cooler Moment für euch. Ich war selbst dabei. Tobi, wenn du dich daran erinnerst, ist jetzt knapp 2 Monate her. Wie war es für dich? Der blanke Wahnsinn, muss man ganz klasse sagen. Wir haben ja schon letztes Jahr diese Messe verfolgt. Das ist ja eine sehr innovative Messe im Bereich der Handwerksszene, muss man ja ganz klar so sagen. Sehr innovativ, sehr viel KI, sehr viel Robotik, aber auch sehr cool gemacht im Bereich, dass sie es versuchen aufzufrischen mit sehr im Moment guten Influencern, muss man auch gern sagen, wo man wirklich den Leuten anmerkt, dass die wirklich Liebe zu ihrem Handwerk haben. Und diese Mischung ist schon cool gewesen, auf eine Art und Weise. Ja, und dann bei diesem Format so mitzumachen als einer der unter den letzten 3 kommenden. Und das war ja eine 3-tägige Messe und ein Riesenspektakel. Und wir selber waren natürlich auf so einer riesigen Bühne. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Man hat eine Geschäftsidee, kommt mit einer Firma, die bereits seit 3 und seit 4 Jahren besteht, oft in den Endausscheid. Und dann hast du natürlich im Kongresscenter, im Messehalle München einen Auftritt auf der Bühne, wo von allen Seiten Kameras sind, wo an den Tagen davor ein Felix Neureuther, ein Robert Habeck, ein Markus Söder die Bühne waren. Und dann wird es quasi zum Ende hin nochmal richtig hochgepitcht durch alle Institutionen, die es da an der Messe, rund um die Messe, sodass dieser Saal sehr, sehr voll am Ende des Tages ist. Und dann hast du so ein Urgestein von Moderator in puncto Wolfram Kohns, der dann dich als erstes anmoderiert mit den Worten, nichts anderes als die Ausbildungsrevolution wird uns versprochen. Und dann stehst du natürlich davor und denkst so, oha. Die Latte wird gleich mal hochgesetzt hier, ne? jetzt geht's los, ne? Tatsächlich wussten wir es bis vorher nicht, ob wir die Ersten oder die Letzten sind. Wir hatten keine Ahnung davon. Ja, vielleicht berechtigterweise, guterweise auch, aber ja, dann wirst du da anmoderiert, hast keine Ahnung, du weißt, dass du 3 Minuten Zeit hast, kriegst dann zu erfahren, dass nach 3 Minuten wirklich das Mikro ausgestellt wird, eine Uhr hinkommt, und ja, du hast dich natürlich versucht, bestmöglich vorzubereiten, und am Ende des Tages wartest du dann gefühlt ewig. Deine 3 Minuten waren innerhalb von 10 Sekunden zu Ende. Hast noch dieses Fragenfeuerwerk dieser sehr hochkarätigen Jury natürlich, muss man ja ganz klar sagen, aus der Höhle der Löwen 2 Mitglieder und kein geringer als der Präsident des Deutschen Handwerks. Hast noch so ein Fragenfeuerwerk im Hintergrund und die Zeit verrennt so dermaßen, und danach kam es dir vor, als ob jeder Kandidat, weil du einfach auf das Ergebnis gewartet hast, eine Stunde Zeit hatte. Und
Ja, und am Ende ist es wirklich so, dass die kurz hintergehen und nach gefühlt einer Minute wieder rauskommen und haben gesagt, für uns, wir waren uns gleich alle einig. Ja. Das ist ja auch sowas ganz Tolles, so eine Aussage zu hören, wir waren uns einig. Ohne Kompromisse, Menti hab. Mhm. So. Und das ist natürlich mega, mega cool gewesen. Also absolut, absoluter Hype. Und wir haben uns ja danach auch gleich getroffen und wir haben auch so viel positives Feedback bekommen. Es ist ja auch diese Tonspule weiter, dass da auch einfach anerkannt wird von der Chi-Gen Onaran, diese Art der Community, wie wir die kleinen Betriebe in die Sichtbarkeit bringen, ja, wie wir das Social Media mit einbinden. Das wurde ja am Ende das wirklich noch so sehr gelobt, diese Idee, diesen neuen Ansatz anzubringen über die persönliche Reife. Und da wissen wir auch wirklich, dass wir auf dem richtigen Weg auch wirklich damit sind und allen Ausbildungsbetrieben auch einfach helfen können, ja, und müssen jetzt auch. Michael, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie euch diese Auszeichnung selbst auch weitergebracht hat? Klar, da gab es jetzt dann einige Presseberichte drüber. Habt ihr sonst in den letzten 2 Monaten Effekte davon gespürt? Ja, also wir haben einige Anfragen bekommen. Also was das Event an sich angeht, hat Tobias das perfekt zusammengefasst. Da habe ich jetzt nichts mehr zu ergänzen, außer dass es halt sehr aufregend gewesen, ja, ist, vor so einer hochkarätigen Jury zu präsentieren. Vor allem auch die 3 Minuten. Und wir waren ja auch alle 3 auf der Bühne. Wir mussten uns gut abstimmen. Wenn einer stottert, durchdreht, dann ist das Ding durch. Aber wir haben es echt gut rübergebracht. Und es haben sich dann einige Anfragen ergeben. Viele Leute sind auf uns zugekommen. Und es gab auch einige Interviews schon. Mhm. Wir waren auch schon 2-mal auf der Titelseite von der Zeitschrift, einmal Freie Presse, dann noch bei der Zeitschrift Fliesen und Platten waren wir auf der Titelseite, cool, und sehr, sehr großen Beitrag bekommen. Und das hat wiederum für Reichweite gesorgt und auch für einen gewissen Wirbel. Und entsprechend hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Also dieses Event Zukunft Handwerk und dass wir da auch jetzt gewonnen haben, hat uns schon sehr, sehr weit gebracht. Ja, sehr cool. Und wir sind auch am Ende hier jetzt. Ja, ne, richtig, richtig. Also auch wieder eine Hebelwirkung erzielt. Ja, absolut, absolut. Und ich würde sagen, wir haben jetzt in den vergangenen Minuten viel über den Bereich Ausbildung gelernt und was noch zur Ausbildung eigentlich dazugehört. Dass es nicht nur das Fachliche ist und nicht nur Berufsschule, sondern eben auch ganz viel Selbstentwicklung, was ihr mit MentiHub den Auszubildenden und den Betrieben dann letztendlich auch mit an die Hand gibt. Meine Abschlussfrage an euch. Was ist eure Vorstellung von der perfekten Ausbildung im Handwerk? Wie schaffen wir es, dass wieder die Ausbildung im Handwerk ein Auszeichnungsmerkmal wird? Tobi, was sind deine Gedanken? Ich glaube, Michael hat es vorhin gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und vor 20 Jahren, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, sah es ähnlich aus. Da war es ganz klar, erbringe deine Dienstleistung und du bekommst dein Geld dafür. Mache bitte deine Arbeit. Das ist State of the Art. Und punkto, da gibt's nichts für. Und wenn Überstunden anstehen, dann werden auch Überstunden gemacht, ohne Wenn und Aber. Das funktioniert nicht mehr so. Da hat weder der Ausbildungsbetrieb noch der Ausbildungsleiter noch die Wirtschaft irgendwas mit zu tun. Das ist einfach dieses Ganze aus unserer Sicht Social Media, was da gehypt wird, was einfach nicht funktioniert in dem Maße. Aber aus unserer Sicht gibt's da andere Mittel und Wege. Du möchtest eine schöne Ausbildung machen, kommen zu uns in den Betrieb. Jetzt mal wieder den Leuten beizubringen, den Ausbildern, das ist ein ganz klares Manko, muss man auch mal an der Stelle sagen, den Lehrling auch von der ersten Minute abzuholen, hat so viel Mehrwert, was viele, viele unterschätzen. Einfach mal zu sagen, sich mit dem Lehrling auch mal hinzusetzen, in den ersten 1-2 Wochen, nicht nur nach dem Bewerbungsgespräch, auch mal wirklich hinzusetzen, hey, wie geht's dir nach 3 Tagen, wie hast du dich eingelebt? Was könnte besser sein? Hast du irgendwelche Vorstellungen? Wo möchten wir in 2 Monaten zusammen einfach stehen? Ne? Wo siehst du dich in 2 Monaten? Sondern wie wollen wir unseren Weg gemeinsam gehen? Ja. Einfach diese sonst fehlende Abholung, diese fehlende Wertschätzung auch heutzutage. Auch junge Leute, es ist nicht mehr dieses klassische, ich komme arbeiten und bekomme Geld. Nein, auch junge Leute möchten nun mal Lob bekommen. Und das sehr viel. Aber über diese Art und Weise, wie man es macht, funktioniert das auch sehr gut. Also die sind dann abgeholt, die fühlen sich super und dann sind die auch bereit, von sich dann wieder zu investieren, ja, ne, mehr zu investieren. Und ich glaube, da müssen wir so ein kleines Umdenken tatsächlich
hinbekommen. Ich meine, die Betriebe haben sich schon viel aufgemacht und versuchen viel, aber das ist wirklich, man vergisst ganz oft diese zwischenmenschliche Ebene. Mhm. Und das ist bei jungen Leuten heute mehr denn je. Die wachsen mit Social Media auf nun mal. Die sehen ganz viel, wie miteinander umgegangen werden sollte. Und so wollen die dann auch einfach behandelt werden. Und ich glaube, wenn das reinbekommt, und das zeigen wir eben unseren Partnern, wie man das ganz einfach, ganz sauber strukturiert angeht, ganz easy, dann hat man da viel, viel bessere Chancen, um wirklich reinzukommen, um in die Ausbildung reinzukommen, den mitzunehmen und den dann für das Handwerk, für den Betrieb auch richtig zu begeistern. Und ein begeisterter Lehrling kann wirtschaftlich auch so viel interessanter sein als ein unbegeisterter Lehrling, der eben von 8 Stunden schon mal 3 Stunden irgendwie das Handy am Daddeln hat. Ja. Ne? Sondern da und da entscheidet sich dann einfach der Mehrwert. Mhm. So, und das bringen wir unseren Leuten bei. Ich meine, was wir jetzt gemacht haben in der angenehmen Uni, ist ja an der Oberfläche gekratzt, ja, was ja. Menti ist. Wir haben ja wirklich gar nicht, also wir können ja gar nicht in diesem Zeitraum, das ist ja so ein weites Spektrum, wie wir den Ausbildungsbetrieben jetzt am Ende des Tages wirklich helfen. Ne? Das ist ja mehr als Führerschein oder ein Gamification-System. Das sind ja einfach nur Komponente, was wir für eine geile Ausbildung zur Verfügung stellen. Aber wie es denn am Anfang wirklich losgeht und wie wir denn wirklich einfach mal in die Tiefe reingehen zwischen Ausbilder und Auszubildenden, darüber, das ist viel zu lang, viel zu großes Spektrum. Aber wenn man den Dreh raus hat, dann ist es wirklich für alle Seiten eine ganz angenehme Art und Weise. Ich meine, man muss nicht auf Leib und Seele Herzensaustausch machen. So, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Aber einfach mal von Anfang an zu sagen, hey, du bist jetzt 3 Tage hier, komm mal her, komm, wir setzen uns mal hin, wir essen ein Stück Kuchen. Mhm. Und dann geht's ganz locker flockig weiter. Und da so einen gewissen Gesprächsaufbau, das hat so einen Mehrwert, das kann man sich gar nicht vorstellen und wird leider auch sehr oft unterschätzt. Und da geht's los. Und da kratzen wir in den ersten 2 Wochen von 3 Jahren. Ne? Ja. Nee, es stimmt absolut. Und wir können in einer Dreiviertelstunde natürlich nicht ins Detail reingehen und über alle Punkte sprechen. Da kann man sich dann gern bei euch auf der Website ja dann noch gezielter informieren, falls man sagt, ja, interessiert mich, möchte ich weiter dran arbeiten oder möchte ich einfach auch mehr erfahren. Michael, um dir das letzte Wort nicht zu nehmen, was sind deine Gedanken zur Ausbildung? An was kannst du noch anschließen, was Tobi gerade gesagt hat? Also Mandy Hub leistet ja seinen Beitrag, damit die Ausbildung aus der staubigen Ecke kommt, damit es wieder attraktiv wird. Allerdings muss ich wirklich sagen, die jungen Leute, das muss aus den Köpfen raus, dass Ausbildung etwas Uncooles ist. Ja, also auch für mich manchmal ist es einfach verrückt anzuhören, was da so für komische Glaubenssätze drin sind. Das ist unfassbar manchmal, was da infiltriert wurde quasi. Mhm. Und da muss, finde ich, das Handwerk an sich, ja, das Handwerk an sich muss da, finde ich, ein bisschen mehr Marketing machen, aber auch der Betrieb, ja, soll sich nicht darauf ausruhen, dass die Kammern da irgendwie Werbung machen für die Ausbildung an sich. Der Betrieb selber kann ja auch aktiv mal in Schulen gehen, na, oder auf Messen gehen, für das Handwerk werben oder was auch er zu bieten hat, anstatt sich immer so auszuruhen, ja, die Großen machen das schon, ja. Die Leute kommen nicht zu mir, die müssen auch selbst aktiv werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was so die Werbung oder die Marketingkampagne angeht, viele junge Leute haben auch so einen Glaubenssatz, ja, ich will nichts mehr schwer arbeiten, ich will lieber Influencer werden. Da gibt es ganz, ganz viele verrückte Glaubenssätze. Die Leute müssen mal wieder auf den Boden runtergeholt werden, dass man was Gescheites lernt und dass es mehr Substanz hat, ja, was mit Fundament. Ja, und da leisten wir uns einen Beitrag, das sollte aber auch das Handwerk an sich oder jeder Betrieb soll da seinen Beitrag leisten und ich denke, dann wird man da auf jeden Fall viel weiterkommen und was der Tobias vorhin angesprochen hat, was ganz, ganz wichtig ist, was ich auch in meinen Umfragen immer feststelle, diese Wertschätzung, das steht immer ganz, ganz weit oben, mit weitem Abstand, Geld und so kommt erst viel, viel später, Wertschätzung und Anerkennung, das fehlt halt wirklich, egal in welchem Handwerk. Ja. Und wenn das geregelt ist, dann identifizieren sich auch die Betriebe, die Lehrlinge oder die Mitarbeiter auch mit dem Betrieb. Mhm. Was da teilweise für Sachen hörst, weil wir haben ja, gut, ich will es nicht zu weit ausholen, aber das Thema Medienkompetenz, was wir vorhin angesprochen haben, ist extremst wichtig. Oder das Thema Mobbing. Ja. Fast das größte Thema mit, das ist unfassbar. Ja. Und ja, das sind so die Punkte, da muss auf jeden Fall angesetzt werden. Und das sollte jeder sich selbst auch mit in die Pflicht nehmen und nicht immer denken, ja, lass mal machen, die großen Kammern oder so. Und dann passiert da schon sehr, sehr viel. Super spannender Bereich und die Ausbildung
ist mit das Wichtigste, was wir im Handwerk stärken müssen, um auch zukunftsfähig im Handwerk arbeiten zu können. Und deshalb bedanke ich mich bei euch beiden ganz recht herzlich. Herzliche Grüße auch an den Christoph. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin, viele motivierte Auszubildende, viele motivierte Betriebe. Vielen lieben Dank euch. Alles Gute und bis bald. Super. Danke. Danke, ciao. 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 Diese Folge Handwerk erleben wurde unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk in München. Auch im nächsten Jahr wieder vom 12. bis 14. März.